Herzlich willkommen bei 21 Bau TV. Ich stehe am Gebhard-Müller-Platz und wir beobachten die Betonpumpe wieder. Die hat gerade einen 90-Grad-Schwenk gemacht, scheint so, als betoniert sie woanders. Und was noch interessant ist aus dieser Perspektive, was man jetzt fast nicht sieht, da ist asphaltiert worden. Das heißt, die erste Umleitungsstrecke ist hier möglich. Und was man hier noch sieht, die ersten Löcher sind in das Förderband gefressen worden, also in die Umhausung. Und bleibt mal dran. Wir laufen hier ums Gymnasium rum. Und schauen uns die Arbeiten in Nistbach an. Und da sind schon einiges an Deckenarbeiten fertiggestellt. Ich würde mal sagen, das erste Feld hier hat die Deckenarmierung fertig. Schalung sieht auch fast komplett aus. Da wird es also auch bald soweit sein, dass der neue Nesenbach-Kanal fertig ist. Jetzt noch auf den Ferdinand-Leitzner-Steg da oben mit gutem Blick auf die ganzen Baustellenaktivitäten in diesem Bereich. Ich lasse die Kamera einfach laufen.
Und zum Abschluss noch ein Blick in BA19. Für mich sieht es aus, als geht's auf die Fertigstellung der Schalungen zu. Es sind überall welche angebracht. Da könnte also auch die Woche Beton fließen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.